In der Verantwortung, in der Begeisterung, in der Perfektion und Schönheit der großen Meister. Wie sie Gililow und Maisky als Höhepunkt zum Ausdruck bringen können. Ja, so als brächten sie Seelen zum Klingen. Nicht zuletzt die der Instrumente selbst. In der persischen Legende heißt es, dass es die wunderbare Musik war, die die Seele in den Ton lockte. Aber, so fuhr der Weise fort, in Wirklichkeit war die Seele selbst diese Musik. Sie mit Hingabe zum meisterlichen Klingen zu bringen, das ist die Freude, das ist der Kern, dem alle Axiome Bechsteins, alle Forschung und alle Bemühungen dienen. Das Glück, eine Aufgabe, eine Reise in den Raum der Unendlichkeit.